Hallo ihr Lieben, ihr seht ja gerade vorher, nachher, vielleicht könnt ihr es auch hören. Die Goldrute ist ausreichend getrocknet und die kommt bei mir heute in die Gläser. Und ich mache auch gleich noch eine kleine Wildkräutertee-Mischung, kleinen Gesundheitstee und dabei nehme ich euch mit. Hier trocknen meine Kräuter unter unserem kleinen Dach hier im Garten, wo unsere Sitzecke ist und auch die Werkzeuge hängen. Das werde ich heute auf jeden Fall, alles was trocken ist, noch in die Gläser packen, weil es morgen ein Gewitter geben soll. Ich hoffe, hier kommt auch ein bisschen Regen an. Und dann würden die sonst vielleicht wieder Feuchtigkeit ziehen. Deswegen ist es immer ganz gut, das auch an einem trockenen Tag zu machen, die Sachen einzutüten. Ja, und heute ist die Goldrute dran. Die Blätter kann man natürlich mit benutzen. Und bei der Goldrute nehme ich mir hier einfach eine große Schere und schneide die Blütenstände hier schön klein ab, sodass man die dann auch im Glas gut dosieren kann. So, ihr Lieben, Käferlein bleibt schön hier. Lass schön meine Käfer hier. Die Nachbarin holt sich gerade einen Salat. Ach, wie hat denn eigentlich der Blasentee geholfen? Der Nieren- und Blasentee war total erfolgreich. Ja? 3 Tage. Okay. Absolut beschwerdefrei einfach. Das ist ja super. Also unglaublich. Das freut mich. Dann mache ich heute. Voll erleichtert, kein Brennen, kein Druck, alles super. Das klingt gut. Ich habe selber noch Goldrute. Habe ich echt noch eine super Stelle gefunden, habe gepflückt. Hab Sträuße gemacht, hab sie aufgehangen. Schön, super Idee. Genau, und ich glaube, der Frauenmantel war super. Und überhaupt fürs Aussehen und Geschmack, die Ringelblume war so die tüpfelchen, war echt gut. Ja, mir reicht das so. Ich packe das ja sowieso in so eine Kanne, die so einen Siebeinsatz hat. Aber so würde es auch gehen, um diese selbstbefüllbaren Teebeutel voll zu machen zum Beispiel. Ja, und dann kann man sich hier so den Tee reinfüllen. Ja, und dann kann das ab ins Glas. Gut, Goldrute gibt ein großes Glas. Da kann man immer mal auch in der Kantine fragen oder so, ob die vielleicht so saure Gurkengläser ab und an übrig haben. Und ich finde die gut, weil man vor allem hier auch mit der Hand reinkommt. Die ganz schmalen Öffnungen sind dann nicht so gut geeignet, wenn man sich hier dann immer mal draus bedienen möchte. Da kannst du jetzt schon mal Gläser sammeln, bevor du dann nicht weißt, wohin damit, ne? Stimmt. Ich meine, man kann das ja auch anders aufbewahren, aber ich finde es einfach praktisch und wiederverwendbar, ne? Merci, Chérie. Na dann, meld dich, wenn es Beschwerden gibt. Ja. Aber auch, wenn es dir gut geht. Ne? Du Husten hast, nimmst du noch ein bisschen Thymian mit. Ja. Ja, bei der Goldrute lässt sich das nicht einfach so abstreifen. Das geht bei anderen Pflanzen leichter. Aber der Kniff mit der Schere ist da schon ganz gut. Na gut, also das große Glas hier reicht nicht für den ganzen Vorrat an Goldrute, den ich ja getrocknet habe. Aber ich habe ja noch eins. Und ich glaube, das könnte auch gut voll werden. Und dann habe ich die Goldrute hier auch bewältigt für diese Saison. Man kann die natürlich auch jetzt noch da sammeln, wo sie in voller Blüte steht. Okay, den hier noch und dann dürfte das Glas auch gut voll werden. So, ein großes, ein mittleres Glas sind voll. Ein bisschen was ist noch übrig, das lasse ich hier gleich in der Schüssel, um einen schönen Mischtee zu machen, den ich dann gleich fertig ins Glas tue. Dann brauche ich mir das nicht jedes Mal alles aus Einzelgläsern zusammenzusuchen, sondern habe dann schon verschiedene fertige Teemischungen da. Ein paar von den getrockneten Ringelblumen werde ich hier mit reintun. Und Zitronenmelisse habe ich jetzt auch gerade frisch getrocknet. Die mag ich auch gern. Die kommt auch mit rein. Ah, und hier, die moldawische Melisse ist auch getrocknet. Der Drachenkopf ist auch eine hübsche Pflanze, aber auch die geht super als Tee. Hier seht ihr sie nochmal als frische Pflanze.
Das ist auch eine super Bienenweide. Kann ich euch nur empfehlen. Den Drachenkopf. Hier sind die schönen getrockneten Ringelblumen. Die werde ich noch ein bisschen kleiner zupfen. Da geht es ja sowohl um die Heilwirkung als auch um die schöne Farbe von den Blüten. Bei den Melissearten reicht es eigentlich, die getrockneten Blätter hier einfach von den Stielen so ein bisschen abzurebeln. Und dann hat man die auch schon klein und kann die Stiele dann mit auf den Kompost tun. Viele Sachen hatte ich schon getrocknet und auch in die Gläser gepackt. Die Goldrute war jetzt eine der späteren Kandidaten mit im Spätsommer. Hier ist zum Beispiel noch Spitzwegerich dabei. Den kann man ja fast das ganze Jahr sammeln. So wie ich klinge, brauche ich den auch. Ringelblumenblüten hatte ich hier nochmal extra. Die Zitronenmelisse darf mir nicht fehlen für Teemischungen. Es ist hier noch ein paar Küchenkräuter sind noch dabei. Oregano und Bohnenkraut. Kamille ist hier noch bei. Noch mehr Zitronenmelisse, Holunderblüten, Lindenblüten sind alles Sachen, die man sich auch kostenlos aus der Natur holen kann. Und dann kann man einfach Teemischungen machen. Minze ist ja auch noch dabei. Da bin ich immer sparsam bei so Mischungen, weil die sehr hervorschmeckt. Und anderes übertüncht, was ich auch gerne mag. In meinen Teemischungen, wenn es nach Gesundheit schmecken soll, darf Thymian keinesfalls fehlen. Da bin ich auch gerne großzügig. Und ihr wisst ja, Thymian ist auch eines meiner Lieblingskräuter. Da gibt es auch noch mal ein eigenes Video dazu. Holunderblüten klingt auch gut. Gerade jetzt vorm Herbst. Die schmecken gut. Die sind gut bei Husten, bei Fieber, bei Erkältungen. In der Teemischung kommt das auch richtig lecker. Damit zum Vorschein, der Holunder. Gleich das nächste Glas frei. So, ein bisschen mehr Blüten hätte ich gern noch drin. Hier ist eine schöne Blütenmischung. Das waren ganz verschiedene Sachen. Ich glaube, da war auch die Wiesenmargarite mit dabei. Das könnten die Weißen sein. Und auch ein bisschen Rotklee ist hier mit drin. Und natürlich wieder die Ringelblume. Davon kommt schön noch was hier mit rein. Das werde ich mir aber auch noch aufheben, ein paar von den Blüten, für ein schönes buntes Blütensalz als kleines Geschenk. Oh, das riecht auch gut. Das riecht so gut. An Kamille habe ich nicht ganz so viel. Das werde ich mir mal lieber aufheben für spezielle Anwendungen. Und wer das gerne mag, kann ein paar Lavendelblüten mit dazu tun. Das sieht nicht nur hübsch aus, da sollte man es auch nicht übertreiben. Denn die haben schon eine ordentliche Note, auch im Tee. Zitronenmelisse möchte ich noch etwas mehr haben. Viele Teekräuter kann man auch jetzt noch sammeln. Vielleicht begebt ihr euch mal auf die Suche. Und dann könnt ihr euch auch noch euren eigenen schönen Kräutertee trocknen und in die Schraubgläser packen. Ja, das hier ist jetzt einfach so eine Mischung nach Lust und Laune und Geschmack und den Sachen, die gerade da sind. Man kann natürlich auch für spezifische Beschwerden oder Probleme extra Heiltees anmischen, wenn ihr da Lust habt, nochmal zu schauen. Ich habe kürzlich ein Video gemacht zu dem Blasen- und Nierentee. Ja, ich packe das jetzt in die Schraubgläser. Beschrifte das und dann haben wir was für uns da, aber auch ein schönes Geschenk, wie ich finde. Guck mal, ich habe ja alles schön zusammengeschmissen, was so trocken war. Und noch schön Melisse rein und Thymian und die bunten Blüten. Das sieht so schön aus, ey. Hell aus, ne? Toll. Das riecht vor allem. Riech mal hier rein. Oh. Ist geil, oder? Richtig gut. Da haben wir was für uns und was. Das sieht genial aus. Wenn mal wieder ein Geschenk gebraucht wird. Yum, yum, yum. Super, oder? Ja, sagst du nicht. Oh, ein Duft. Schade, dass Duft nicht durch die Kamera geht. Das wär's jetzt.
wenn ihr das riechen könntet. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Geht Tee sammeln und bis bald.